Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3. Im letzten Part haben wir ein paar Früchte geholt und sind nicht weitergekommen. Ich habe geschaut, wie es weitergeht und jetzt geht es zum Boss. Kampf der Erde. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Dieser ganze Tag ist für den Boss geplant. Ich hoffe, es wird sich auch ausgehen. So, das heißt, ich nehme mal 40 gelbe und 40 ja, rot damit. Und jetzt auf und davon. Schauen wir mal, ob ich mal gemerkt habe, wo es weitergeht. Warte, sind jetzt alle Viecher wieder da? Ja. Das war nicht so cool. Ich glaube schon, noch jeden Tag. Ja, das Viech da oben ist auf jeden Fall da. Das machen wir jetzt mal einmal. Ich kann nicht ganz nah reden. Hat er irgendwelche Viecher von mir runtergekotzt? Natürlich hat er das. Die kommen da wahrscheinlich nicht drauf, so wie ich das Spiel kenne. Danke. Danke für nix. Einer fehlt. Wo ist der eine, der was fehlt? Hä? Wo ist der eine, der was fehlt? Ja. Ja, schon finden. Was habe ich gesagt? Was war's? So, ihr macht so mal das. Auch wenn der ganze Tag dafür plant ist eigentlich. Also der steht dann neben der Mauer. Was macht er denn da? Alter. Na kommt's mit. Wir müssen noch einmal zurück und die anderen holen. Was machst du ganz alleine da? Achso, der Gegner hat dich da reingehaut. So, Arsch. Ja, wenn wir uns schon die Zeit nehmen, 1, 2, 3, so. Dann bringt sie ihn halt nach Hause. Boah. Erst, ich hab den ganzen Tag vom Boss einplant. Wird das jetzt nichts oder was? Wieder mal. Wie wohl die jetzt zum Boss ist. Na, schaut wirklich so aus. Ja, dann bringst halt noch davon ein bisschen was hin, dass ich mal gelbe habe, weil gelbe brauche ich für den Boss. So. Ja, Viertel vom Tag ist vorbei. So, auf zum Boss. Geht schon. Keine Zeit dafür jetzt, um und um zu trödeln. Schnell! Oh Gott sei Dank habe ich rot damit. Nicht nur, dass ich die gelben hinschicken.
Aber da die Gelben hinschicken. So. Oh ne, da ist eine Frucht zum Abtragen. Ja, aber mit dem Rest muss ich jetzt zum Boss gehen. Scheiße, ich brauch Steinpigment auch. Ah, woher soll ich denn das wissen? Ich habe mal zwar angeschaut, wie ich weiterkomme, aber nicht, was ich für Viecher brauche. Das ist immer gut. Ja, dann gebe ich ein paar rote ran. So, und der Rest. So, dann habe ich ganz genau 100. Jetzt muss ich noch auf die da warten. Komm, trag sie Frucht schneller her. Er kommt mit. Oh, ob ich jetzt den Boss schaffe, weiß ich nicht. Nein, der Nax ist den nächsten Tag. Erst kann ich 3 Tage da hintereinander da bleiben, oder? Der Frucht kriegt. Ja, ich habe sogar 2 Früchte gekriegt, ja. Aber. Ah, das ist schwul. So. Nein, nicht zurücktragen. Jetzt tragt sie nichts zurück. So. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Alle von den kleinen Viecher tot. Was? Also die kommen da immer wieder nach. Ja, da ist ein Schatten. Ja, zum Glück habe ich die falschen hingeschickt. Ja, ist ja schön. Was? Der Kapitän hat einen Signal. Aber was bedeutet das, dass der Captain war? Aber er hätte ja schlanke in Erinnerung. Hahaha, ha, ha, lustig. Weil es ein fettes Viech war. Weißt, ich habe den ganzen Tag nur für den Boss einplant. Und das werde ich ihn wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, ich sehe ihn eh. Keine Sorge, ich sehe den Boss schon. Jawohl. Kann ich ihn auch so ankaufen? Nein, kann ich nicht. Okay. Muss ich.
So. Da geht's da nicht drauf, ihr müsst da nicht drauf. So, wo ist das nächste? Ah, das nächste ist da vorne, das ist das komische große da. Wahrscheinlich. Schau, er hat schöne hässliche Kinder. Warte, sag nicht, ich muss eine Brücke währenddessen. Ich da mal Dummkämpf bauen. So. Schaut so aus, müsste ich eine Brücke da auch noch bauen, geschlechtig. Wo sind die Teile für die Brücke? Wenn ich das fragen darf, Spiel. Also da oben, ja, wie komme ich hin? Erst, ich habe schon wieder die falschen Pikmin. Wie komme ich denn da rauf? Achso, einfach, okay. Sehr einfach. So, jetzt muss ich meine Freunde da kurz beschützen. Wenn sie näher kommt, ne? Dann gibt's was. Das waren aber noch nicht alle wahrscheinlich, ne? Da gibt's noch irgendwo mehr. Aber wo? Ah, da oben! Der Visage kann ich in dem Tag noch alles vorbereiten und den nächsten Tag muss ich dann töten. Ah, das ist ja urschwul. Da plant man was ein, dann plane ich halt das, dann plane ich halt nichts mehr. Alter, der Brücke ist auch immer nicht fertig, warum? Wo sind denn noch welche? Hä? Ja, da geht's raus. Aber da muss ich wahrscheinlich nicht hin. Oder? Ja, wo sind denn da noch welche? Ja, genau, wegen einer geht es nicht aus. Habe ich sofort zurückgerufen dann. Geschlechtig. Das passiert auch noch mir. So. Ja, das geht sich noch raus, das schaffe ich noch. Ich glaube, das bleibt doch dann gespeichert. Ja, aber den Boss schaffe ich jetzt nicht mehr. Ja, zu den nächsten. Oder soll ich es probieren? Na, ich bin der Wolle. Ja, ich bin ja eh dabei. Wenn die Zeit abläuft, dann kann ich halt nichts machen, aber ich kann es ja trotzdem ein bisschen probieren. Ja, es ist schon. Das geht sich nicht mehr aus, ne. 5, 4, 4, 3, ja,
Blöd. Hoffentlich bleibt das so gespeichert. Dann ist halt der nächste Tag der Bosskampftag. Ja, überspringen. 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 Vorspulen. So, den nächsten Tag, den, was ich jetzt in den Part noch reingebe, müssen wir dann auf jeden Fall schaffen. Unbedingt, sonst schlecht. Sonst schlecht. Hoffentlich ist das gespeichert worden. Dass ich nicht alles nochmal machen muss. Weil sonst ist der Tag, was ich jetzt mache, auch für den Arsch. Na, schauen wir mal. So, das heißt, ich nehme wieder 40 gelbe. Der Megalum. Das ist wahrscheinlich der, was ich jetzt bekämpfen wollte, ne? Wahrscheinlich. Nehme ich ganz stark an. So. Dass nichts schief gehen kann. So, sichert. Wieder 30 von euch. Falls es doch nicht gespeichert worden ist. 30 von euch. Und 30 von euch. Sind wir bei 90. Sollte passen. Da. Gehen wir es an. Es sollte mir eigentlich nichts im Weg stehen. Eigentlich. Das ist eigentlich. Das heißt. Das heißt für mich hier immer. Jetzt steht mir nichts im Weg, eigentlich. So, das ist gespeichert worden, also heißt es auch. Höchstwahrscheinlich nehme ich mal an, ich hoffe es. Ja, das sind Blattgegner, die was da am Boden liegen, falls du dich das gefragt hast. So, schnell! Dieser Tag ist nur für das geplant. Ja, ist gespeichert worden, so. Mach mal fertig. Nur keiner runterfliegen, ja, sonst ist der geplante Tag ein Arschtag so. Aber die Energie, was ich ihn abzogen habe, ist auch schon. Ist auch gespeichert worden. Ja, die Hälfte der Energie ist schon weg. Ja, da sollte ich keinen hinwerfen, weil sonst totale Ansagen, das ist ja nicht so gut. Ja, der ist eh eigentlich einfach. Das war zu früh. Nein. Scheiße, ist einer gestorben? Ja, es sind fünf gestorben. Sind fünf gestorben, aber ich weiß nicht von welchen Scheiße. Wurscht, er ist besiegt, Captain Charlie ist da. Alf, es geht dir gut. Mir gehört gemütlich etwas, aber das liegt nur daran, dass ich dieses Vieh verschluckt hatte.
Aber keine Angst, Captain Charlie ist wieder da und alles wird. Captain, unser Überlichtschlüssel ist weg. Was? Ohne ihn kommen wir nicht mehr zurück nach Koppel. Ob das wohl weiterhilft, diese Logbucheintrag habe ich gefunden. Alter, fand ich also wie ein Schlüssel aussehe. Vielleicht der Schlüssel zu einer Schatzkiste. Das ist ein Starten einer Maschine, wie dem auch sei. Er ist der perfekte Mitbringsel für meinen Sohn auf Hukdata. Sie sind blieb nicht die einzigen intelligenten. Was auch immer. Gestand, der diese Person gefunden hat, kann nur der Überlichtschlüssel Trick sein. So. So, ich weiß nicht, welche 5 gestorben sind. Deswegen lasse ich jetzt. So, ihr geht's da raus, da sollte euch nichts passieren. Sollte. Und ich gehe mal dort entlang und schau, was dort noch so. Achso, von da komme ich. Warte, wo gehen die dann entlang? Da vorne ist Braune und da liegt eine Blume. Achso, ich weiß, wo sie entlang gehen. Achso, ja. Ja. Alter, ist das euer Ernst, Gott? Ich komme nicht weiter. Oh nein. Warum nein? Siehst du das sonst, Fichte? Ja, deswegen ohne an. Konzentrier dich nur auf uns, Oh nein, da ist noch einer. Scheiße, der hat. Dieses Arschloch hat welche gefressen. Es sind mehr drauf gegangen, als ich wollte. Nein! Oder willst du mich verarschen, Gott? Jetzt hat mich wieder gar nicht. Nein! Alter. Das war wieder ein schrecklicher Tag heute. Hallo? Ja, ich. Helft ihr nur einmal, danke. Ach, Alter. Ups. Ach, schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Du immer hast den Boss geschafft. Yay. Ups. Jetzt kann ich den restlichen Tag damit verbringen, die zu vermehren. Also, hoppala. Falsch. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich weiß nicht, wo noch Früchte sind. Ich weiß nicht, ob ich die erreichen kann. Fox
Ach, die blauen Pigment ist los wahrscheinlich. Ja. Dings muss ich vermehren, Steinpigment muss ich vermehren. Ich nehme nur so viele, dass ich den da besieg und damit den Steinpigment abtrag. So, ihr tagt das da ab. Ach, scheiß Tag heute, wirklich. So viele verloren. Unnötig. Den Krieg gibt es immer Verluste. Ja. Ah, so Arsch, wirklich. Ja, dann wird dieser Tag jetzt missbraucht dafür, dass ich mir ein paar Viecher noch hole. Auf jeden Fall Steinpigment brauche ich. 1, 2, 3, 4. Das sind sonst keine Viecher. Rote habe ich genug noch. Steinpigment habe ich relativ wenig. Weißt, diese Hundswasserviecher da drinnen, ne? Die haben einen von mir auf dem Gewissen. Wer schießt denn aber? Ich kann euch nicht einmal umbringen. So wie ich in der Zeit sehe. Alter, wirklich. Ja, dann muss ich da drüben schauen, ob ich noch irgendwas umbringen kann. Das sind aber noch keine Wurst, verstehe ich. Keine was? Keine Wurst, ne? Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube beim nächsten dann. So, Steinpigment, ihr vermehrt euch also ein bisschen. Auch wenn ich dafür dahin gehen muss. Da wo die gelben waren, aber ihr vermehrt euch jetzt einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da komm, helft's ihnen. Passt. Ist das einer hängen geblieben? Nein. Okay. Ja, da rein schieße ich nicht, weil sonst werden meine Pigmen elektrisiert. Das brauche ich nicht. Ich brauche nicht noch mehr Tote. So, dann du nimmst das noch mit. Ja, ein bisschen produktiv muss ich ja auch so, ne? Wenn schon ein paar gestorben sind, mache ich gleich ein paar neue nach. Weißt, dieses Hurnsviech da vorne, was ich da gerade angrabt. So scheiße. Oh. Hat einen erwischt? Nein. Boah. So, eins, also nicht den roten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. So, ihr tut es. Helft ihm vielleicht? Alter, fest. Diese Viecher, ne? So, das tragen mal die gelben ab. Von gelben habe ich auch nicht so viel. So. Jetzt sollte ich dann einigermaßen gut wieder dastehen. Ja, ja. Wir schaffen sie jetzt zurück. Weil das Schiff ist hier gleich da vorne.
So, da. Oh, Wahnsinn, Alter. So. Ich weiß, dass ich die nicht zurückschicken muss, mache es aber trotzdem. Also diese scheiß Aussackviecher, die sind so behindert, ich mag sie wirklich nicht. Aber ich glaube, das Endergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. Ich habe zwar einige verloren, aber auch wieder ein paar nachgemacht. 108 und wie viel habe ich verloren? Das ist eine gute Frage. 20 glaube ich habe ich jetzt verloren. Nein, 5 habe ich glaube ich verloren. So. 113, 125 und 5 haben wir verloren. Ich glaube, also insgesamt haben wir 18 Jahre im vorigen Part verloren. So, und jetzt können wir mal auf die Karte ganz kurz schauen. Oh, da hinten wäre noch eine Frucht gewesen, hätte ich die noch holen können. Hm, jetzt nicht mehr. Aber mal, ich meine, ob ich die überhaupt holen hätte können. Scheiße. Muss ich schauen, schau ich schnell. Nein, nein, die nicht. Achso, nein, ich hätte sie nicht holen können, da hätte ich. Da brauche ich eh andere Pigment dazu. Also das passt. Ups. Aber sonst irgendwas, was ich noch holen hätte können. Da ist noch eine Weintraube. Die hätte ich wahrscheinlich noch abtransportieren können. Hätte ich es gesehen, die habe ich nicht gesehen. Super. Ja, das nächste Mal, wenn wir da landen, weil da ist auch noch irgendwas im Wasser. Aber sonst haben wir alles. Die da hinten fehlt. Die vergessene Weintraube. Ja. Aber sonst. Weißt du, die Weintraube war wahrscheinlich so offensichtlich und ich habe es nicht gesehen. Ja, wurscht. Tag ist eh vorbei. Es war ein halb erfolgreicher und ein halb Schuss Tag. Eine Frucht haben wir noch gefunden, die was sich wahrscheinlich nichts bringt. Das Raufling brauchen wir auch nicht mehr. Also. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Mango. Da geht sich nur eins aus. Okay, 2,5. Dann hat es für diese 7 geklont. Ah, die Weintraube tut jetzt weh. Acht Pikmin verloren. Aber dafür haben wir die ja wieder reinbekommen. Also es ist nicht so tragisch. Ja. Wir haben zwar 8 verloren, also insgesamt 26 verloren, aber von den zurückbekommenen ist es eigentlich, tut sich das rentieren eigentlich. Mit Hilfe der Gelben besiegen wir auch den zweiten Rissachter. Unglaublich. Sie spuckt unser Captain aus. Er wurde am Stück verschluckt, aber er lebt. Das ist unser Captain. Ich kann noch viel von ihm lernen, der Gestank ist allerdings furchtbar. Als wir den Captain von den S-Bahn-Früchten des Planeten sehen haben, wirkt er überglücklich. Ja, das kann ich nur denen. Und jetzt mal ab, das ist nur freigeschalten. Ja,
keine Ahnung, ob wir das dann, wenn das Let's Play vorbei ist, das auch noch machen, weiß ich nicht. Tag 9. Captain, Sie sind wohl auf. Ja, dank meiner treuen Crew. Ich dachte wirklich, Sie wären diese Gespenstergeheuer. Aber dann, der Captain ist wieder da. Jetzt können wir versuchen, den Überlichtschlüssel zu finden. Und Nahrung, vergiss die Nahrung nicht. Was ist das für ein Signal? Könnte das ein Freund von Hokotato sein? Es würde nicht zu überraschen, wenn sie Ausrichtungssignale senden würde. Das muss Captain Olimar sein. Wir sollten seine Expertise, wir sollten den Signal folgen. Nein, nicht Bonus-Abenteuer. Also im nächsten Part fliegen wir wieder zurück in den Wald des Anfangs. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über jeden Daumen freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch sehr gerne tun. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.